Hi, ich bin Hermine Tortenland und heute nehme ich euch mit auf einen Drehtag. Denn heute kommt das Fernsehen zu mir zum Filmen. Und zwar drehen wir heute ein Halloween-Special. Ich mache nochmal die Zombie-Einhorn-Torte und dann wird's noch richtig eklig und es wird was im Schwarzlicht leuchten. Ja, und so kann ich mich halt echt mit präsentieren, wenn das Fernsehen kommt. Deswegen machen wir jetzt das ganze Styling und so weiter. Und wie der Tag war, seht ihr gleich in meinem Video. Also die Deko von der Torte sieht natürlich jeder direkt. Die steht total im Vordergrund. Und das macht auch am meisten Spaß. Weil es richtig bunt und vielleicht auch mal ein bisschen eklig wird, ne? Genau. Und wir zeigen jetzt, wie aus dieser grünen Torte ein Zombie-Einhorn wird. Genau, das wäre ein verschmiertes Zombie-Einhorn. Ich lasse die Torte gleich genauso altern wie mein Gesicht. Sehr gut. Mal. Und dann reinkicken. Und läuft, bitte. Genau, jetzt kommt noch das dritte rein. Also seit einem Jahr gibt es einen Blog und das ist schon ein bisschen mehr als ein Hobby, ne? Das ist schon ein richtiger Familienbetrieb. Kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen was zu deinem Team sagen und wie dein Mann und dein Kind eingespannt sind, beziehungsweise nicht eingespannt sind? Also wie da die organisatorische Situation dann ist für dich an so einem Drehtag? Also mein Sohn ist dann immer bei meiner Mama. Ich glaube, wenn er mich so sehen würde, er bekäme direkt einen Schock. Und meine Mama ist dann immer für ihn da und geht dann mit ihm auf den Spielplatz und so weiter. Mein Mann ist hier den ganzen Tag eingebunden. Er steht ja da hinten und hilft dann immer, hat ja auch hier diesen ganzen Set gebaut und alle Schüsseln müssen ja immer hier unten sein, wenn wir drehen. Also jeder einzelne Löffel, jede Schüssel, alle Zutaten müssen da sein. Und da ist er sehr viel eingespannt. Und dann haben wir ja natürlich noch den Joe, den habt ihr ja vorhin schon gesehen. Er macht ja Haare und Make-up und ist auch mein Kameramann. Genau, perfekt, super. Ja.